Scheiße! Gut! Okay. Wo denn jetzt hin? Ich hab Angst vor jedem Typen jetzt hier gerade in dem Level. So. Er hat nur Aufmerksamkeit auf mich bekommen. Den oben habe ich schon. Schön, dass die Waffe nicht überhitzen kann. Vorsichtig. Okay, da ist gerade jemand gelaufen. Ich hab's doch ganz genau gesehen! Okay. Hier. Und nehmen wir die mal. Für den Close Combat. Naja, vielleicht nehmen wir doch lieber irgendwas, was ein paar... bisschen besser schießen kann, ein bisschen länger schießen kann. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ich wollte nämlich die Waffe haben. Ich finde es geil, dass ich das einfach nicht kriege, ne? Ach, doch, kriege ich wohl. Guck mal, wie wir mit der Waffe klarkommen. Aber das kann man eigentlich mal speichern, den Zustand, den wir jetzt haben. Boah, ey. Hammerharte Mission, ey. Ich meine, die werden nicht einfacher, da bin ich mir auch sicher. Und wir haben, glaube ich, noch einiges vor uns. Okay. Okay, die ist dicht. Die bleibt auch dicht. So, how do I disarm this thing? I told you, just clip the red wire. Was it the blue one? Ah, hold on while I go get the manual. Wow! Okay. Das war echt ganz lustig. Ich hab's halt irgendwie unterhalten. Irgendwie vor, ja, ist der rote Draht. Und dann hat er immer gesagt vor mir so, ach komm, ne? Könnt ihr die Anleitung gucken? Krabums! Okay, da hinten ist ein Geheimnis. Ah, ich habe ja gerade gespeist, eigentlich egal. Geronimo! Es ist kein Geheimnis. Aber es ist trotzdem schön. Ja. Keine bösen Leute. Ich höre wieder irgendwelche Stimmen. Alter, lass mich doch bitte einfach mal in Ruhe. Ich will doch gar nichts. Okay, der ist tot. Okay, die sind beide tot. Ja, nicht schlecht, ne? Die Waffe kann doch was. Ups. So. Okay, das ist nur Feuer. Der ist auch tot, schön. Oh nein, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh, ich traue mich nicht runterzugehen, ohne Scheiß. Hängt da noch einer dran? Nein, gut. Alter, boah, nimm doch nicht die Panzerfaust. Muss mich doch wehren können. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay, 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 okay. Ich verstehe. Hier ist nur schwarz. Ich sehe nichts. Alter, ich hasse so eine Ruine, ey. Da kann überall hinter jeder Ecke oder irgendwo kann sich immer einer verstecken. Und vor allem weiß ich nicht, wo ich schon war, wo ich noch nicht war. Das kommt auch noch dazu. Ei, 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 ei. Was ist denn hier kaputt gegangen?
Das ist das, was explodiert ist gerade da oben, ne? Kann das sein? Hier gibt es nochmal einen Weg in die Kanalisation. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Ja, gut, dann machen wir es. Kann sein, dass wir da irgendwie eigentlich schon hergekommen sind. Oder dass es vielleicht der andere Weg ist. Achso, das ist nur eine Lampe. Ich bin zu blöd zum Fallen. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich sogar der andere Weg sein. Oder irgendein Weg, den ich nicht bewerten kann. Oder der Anfang. Okay, ich habe mich verlaufen. Yep, das ist der Anfang. Wie bin ich denn hier wieder gekommen? Ey, ich reiche das Level nicht. Was muss ich überhaupt machen? Okay, Waffenfabrik. Okay, alles klar. Alter, ist das eine Mission, ey. Boah. Ich will lieber doch ins Schloss zurück, bitte. Hat er eine Panzerfaust? Warum hast du eine Panzerfaust? Was ist denn mit dir kaputt? Boah, ich bin direkt wieder kalt, ey. Boah. Leck mich am Arsch. So, wir speichern hier auf jeden Fall erstmal ab. So, Punkt. Aus, Ende, ne? Einfach, weil wir es können, weil dann den Status kann es dann keiner mehr nehmen. Krasse Mission, ey. Ich sehe mich irgendwie so an, Operation Market Garden, ne? Die Medal of Honor Mission. So, leck mich am Arsch, ey. Gut. Dann können wir eigentlich mal eben so, wenn ich mir mal so richtig überlege, können wir uns eigentlich mal nochmal die Energie gerade mal holen, wenn wir eh hier sind. Das dürfte dann, glaube ich, der hier sein. Ja, also auf jeden Fall, es geht das noch zu, das ist gut. Und die Energie war da hinten an der Wand, genau. So. Ich gehe wieder ganz durch, aber was habe ich denn für einen Weg? Welchen bin ich jetzt noch nicht gegangen? Es gab ja hier jetzt zwei Bereiche. Einmal den Außenbereich, ne? Und einmal den inneren Bereich. So, wenn ich hier jetzt lang gehe, da habe ich es irgendwie wieder geschafft, zum Anfang zurückzukommen. Was aber überhaupt gar nicht mein Bestreben war. Achso. Da wäre ich auch so hingekommen, weil da ist das Loch. Achso, dann hätte ich einfach hier lang gehen müssen und dann... Ja, okay. Gut, dann gehen wir nochmal durch das Gebäude. Habe ich da wohl irgendwas übersehen? Die Musik die ganze Zeit, ne? Nicht kaputt machen. Ein Geheimnis haben wir auch übrigens gefunden, ne? Also, möchte ich nur nochmal erwähnen. Ah, gerade meine Wange. Maul jucken. Weil das ist eigentlich ein sehr linearer Weg. Ich wüsste jetzt nicht, wo es sich jetzt noch machen sollte. Komme ich da irgendwie hoch? Nein. Okay. Hier war das Geheimnis. Und das ist auch der einzige Weg, wo es weitergeht. Dann geht es hier nach oben. Wir haben die Tickets nach oben. Hier, das geht nicht auf. Kann man auch nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, kann man auch nicht kaputt machen. Ich habe mich kaputt, hat es auf einmal gewackelt. Ich fette Sau. Okay, hier bin ich runtergegangen, genau. Hinterher, ne? Bin ich hier runtergegangen? Das ist gar nicht der Bereich, den ich vermutet hatte. Au. Hier war ich noch nicht. Oh Gott. Alter, wie dumm das war. Ich wollte gerade den abschießen und dann hat er genau dann die Waffe gewechselt, weil ich gerade zufälligerweise das Scheißteil eingesammelt habe. Wie nervig ist das denn? Ah, schau mal einen an. Es ist nur eine Abkürzung.
Ah, ich hab gedacht, ich finde jetzt voll die Sachen, ey. Entschuldigung. Es bringt mir hier gar nichts, Alter. So eine Kacke. Ach Gott, ich dachte, das ist jetzt voll... voll die Erkenntnis hier. Das ist traurig, wirklich. Joa, nicht. Dann, keine Ahnung, wir laden nochmal neu, weil ich habe zu viel Energie verloren. Ah, sehe ich nicht ein. Aber das sind aber auch Penner, echt. Die da mit ihrem Kack. Wo bin ich jetzt? Wo habe ich denn gespeichert überhaupt? Ah ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin, das wäre schön, aber ich weiß es gerade leider nicht. Ah, okay. Ja, alles klar. So. Die sind mal hier lang. Habe ich die 15 Energie schon geholt? Ich denke schon, ne? Ja. Nee, habe ich noch nicht, genau. Fupp. Jetzt geht's mal wieder gut. Oh, Alter, das Fallen ist ja echt eine der größten Herausforderungen im Spiel, ne? Wenn er einfach zu schnell unterwegs ist. So. Achso, ist... Na, okay. Ja, hier brauche ich mich, glaube ich, gar nicht großartig umzucken. Vielleicht kann man da irgendwo eine Wand wegsprengen oder so. Mag sein. Achso. Das wäre vielleicht... Nein. Das können wir vielleicht nochmal ausprobieren. Ich finde das interessant, wie wenig Munition wir haben gerade. Obwohl es ja eigentlich ja mehr als genug Leute gab, die eine MP40 auch in der Hand hatten, aber irgendwie... Nehmen wir mal die erstmal zur Hand. Weil die ist gar nicht mal schlecht, echt nicht. Überhaupt nicht. Aber irgendwie, wenn wir Munition finden, ist das meistens nicht allzu viel. So. Vielleicht auch schon bei dem Ort der Begierde sein. So, okay, der ist tot. Da ist aber auf jeden Fall noch ein zweiter. Ja, komm, mach fertig. So. Ich weiß nur nicht, wo der andere Sack ist. Da! Der ist echt gut getarnt, der Sack. Okay, wunderbar. Coole Sache. Bringt zwar jetzt nicht viel, dass wir hier unten sind, ne, aber ein bisschen Munition können wir schon mal, musst du mal genehmigen. Einmal hier, für zweimal dafür. Sieht doch schon mal gut aus. Ah, Mann, ey, aber ich habe trotzdem gerade keinen Plan. Wo wir jetzt hier erstmal weiterkommen würden. Dann gehen wir erstmal oben weiter lang. Ach komm, quetsch dich da durch, du fette Sau. So, einmal. Alliop! Vorsichtig, pst. Müssen ganz, ganz leise sein. Bin ich auch hier auch nur wie ein Bekloppt einfach irgendwo runtergesprungen. Ah, es war die Geschichte, genau. So ein bisschen auf Entfernung gekämpft habe, weil ich gedacht habe auch, ja, ja, klar, das sind natürlich ganz andere Bereiche, wo ich jetzt hinkomme. Aber hier über die Dächer vielleicht. Hier können wir nochmal einen Speicherpunkt setzen. Von hier aus haben wir natürlich ein paar mehr Möglichkeiten. Ich habe letzte Woche Sonntag übrigens Police Story geguckt, das erste Mal, die Jackie Chan Filme. Weil Julia hatte bei eBay Kleinanzeigen jemanden gesehen, der hat dann seine ganze DVD-Sammlung verkauft. Wir haben voll viele Jackie Chan Filme dabei, voll geil. Oh. Ich sehe einfach keinen. Au! Ich hab schon kommen sehen. Ich meine, okay. Ich
Ich krieg euch, ihr Penner! Oh, scheiße. Ja, super. Okay, ich würde sagen, ich lade den Spiel schon einfach nochmal neu. Eieiei. Ey, ich sitze seit einer halben Stunde an der Mission. Das ist echt krank. Das sind, also normalerweise, die ganzen id-Software-Spiele sind eigentlich darauf ausgelegt, ne, dass man sehr kurzweilig die Mission erfüllen kann, so in 5 Minuten oder so. Das geht bestimmt auch, wenn man die Mission auswendig kennt. Tue ich leider nur nicht. Ah, dankeschön.